Jo Leute, was geht ab? Hier ist wieder euer Bermond Gabriel am Start mit dem Halbfinale der NPBL. Wir dürfen gegen Nils Lax dran, der Einzige, der es geschafft hat, uns in der Gruppenphase zu besiegen. Ist okay, wenn man sich nicht darauf vorbereitet. Okay, jetzt haben wir uns allerdings darauf vorbereitet. Nicht besonders tief, aber ein bisschen. Und er scheint ein sehr, sehr ähnliches Team von wie damals zu haben. Er hat kein Arctilas dabei, er hat Pixie dabei, was er letztes Mal nicht dabei hatte. Und irgendwas hat er noch dabei, darüber ist Magneton jetzt mit dabei. Good luck, Kiffern. So, ja, ich hab schon im Teambuilding bestimmt Metagross leaden und dann Rocks drücken oder Ice Punch, je nachdem, mit was er leadet, ist der Play. Wird interessant, auf jeden Fall. Ich bin auch gespannt, ob uns das Magneton 2 hitten kann, theoretisch. Wir spielen auf jeden Fall, er könnte Trick Room PZ sein, tatsächlich. Ich glaube, er hatte letztes Mal einen Trick Room Setter. Er hatte Lashuking dabei. Er hat Lashuking nicht dabei. Das ist interessant. Weil Lashuking war, glaube ich, letztes Mal sein Trick Room Setter, genau wie PZ. Die waren beides Trick Room Mons. Wenn ich es richtig im Kopf habe. Aber ja, sollte eigentlich alles soweit in Ordnung sein. So, Er fängt mit Clef an, das ist natürlich sehr, sehr gut. Jetzt gehen wir einfach auf die Rocks. Ja, da ist das damals. Perfekt. So, wir haben aber keinen guten Switch in das Dalmais, obwohl Lando sehr, sehr okay ist. Lando ist jetzt nicht so sick gegen das gesamte Team von ihm. Mainly gegen das Dalmais richtig, richtig gut. Wir haben den Intimidate. Er kann spinnen. Ja, er kann auf jeden Fall spinnen. Er geht auf Poltergeist. Ist er schon wieder Life Orb? Wissen wir nicht. Aber hier kriege ich jetzt erstmal ein Item. Also ich claim mir jetzt hier erstmal ein Item. Wir sind defensives Lando. Also von dem her. Er könnte auch sehr, sehr gut Colberberry sein. Wenn er hier spinnt, bin ich ehrlich, finde ich in Ordnung. Also wenn er hier wirklich spinnen will, finde ich das wirklich sehr, sehr in Ordnung. Ich könnte natürlich auch auf U-Turn gehen. Allerdings würde ich ihm damit sehr, sehr wahrscheinlich einen Free Spin geben. Potenziell ist aber die Möglichkeit, dass er sehr, sehr wahrscheinlich spinnt, wenn ich hier auf den U-Turn gehe und er drin bleibt. Aber das will ich nicht riskieren. Er geht auf Power Whip. Okay. Er will anscheinend unser Lando chippen. Ich will ihm natürlich auch keinen Free Switch geben. Deswegen gehe ich einfach hier weiter auf Knockoff. Scheint eine Roll zu sein. Er hat Synthese. Okay. Ja, dann gehen wir nochmal auf Knockoff. Also ich meine, er macht nicht so viel Schaden. Wir können auf jeden Fall protecten, hast du nicht gesehen, ja. Und er scheint nicht offensiv zu sein. Das heißt, wir könnten eigentlich in der Theorie hier rausgehen in Escanor. Ich will aber noch einmal knocken. Ich will ja nämlich das Tornadus nicht unbedingt Runde 4 sacken oder Runde 5. Klar, es würde niemals ein Sack in der Hinsicht sein. Ist das Helmet? Ne, das ist Soft Sand. Okay, jetzt müssen wir überlegen. Ich denke, er wird hier selbst rocken. Er wird hier niemals EQ'en. Deswegen gehe ich in Metagross. Er geht auf SD. Okay, dann gehen wir auf Ice Punch. Wir sind Max HP Metagross. Jupp. Und tschüss, Garchomp. Goodbye. Dafür war Metagross da. Es war dafür da, um Goldschump zu luren und um Rocks rauszukriegen. Es hat beides gemacht. Perfekt. Ja. Bam. Weg mit dir. Okay. Und das PZ kommt rein. Ja, was soll ich sagen? Metagross hat seinen Job gemacht. PZ ist probably der größte Threat. Wir kriegen nochmal Crit Damage. Metagross. Boah, richtig gut. Boah, das war richtig sick. Richtig sick. Und er ist jetzt hier in Shadow Ball gelockt, ja? Das heißt, wir gehen hier einfach mal in Raikou. Wir drücken einfach den Sub hier. Weil er geht probably in sein Clef. Und, jopp. Und wir haben genug Investment, dass nach einem Call meint, der Moonblast nicht den Sub bricht. Fokussiert, voll Fokus. Zauberball. Außer er ist offensive. Das heißt, er hat offensives Investment. Wir können ja einfach auf den T-Bolt gehen. Das ist in Ordnung. Ja.
38. Er ist auf jeden Fall offensive. Er ist auf jeden Fall offensive. Und er hat keinen Switchen. Der ist Life Orb Clef. Der Junge. Ich meine, wir könnten hier nochmal ballsy sein und auf den Sub gehen, auf einen potenziellen Switch in sein Delmice, aber nicht, dass es uns was bringen würde, weil unser bester Move trotzdem Thunderbolt ist. Das heißt, nutzt eure Lebenspunkte, eure HP als Ressource, aber nicht als schlechte Ressource, nicht verschwenden, ja. Ja, also ich bin gespannt, was hier jetzt gerade sein Zug auf Choice ist, weil er ja hier definitiv in einer kritischen Situation ist. Damals ist das einzige Pokémon, was unser Raikou wirklich contesten kann. Und der Sack Clefable. Sehr, sehr gut für uns. Sehr, sehr gut. Ja, Wahnsinn. Also wirklich, wirklich unglaublich gut für uns. Und jetzt kann er hier entweder auf den Poltergeist gehen. Wir gehen auf jeden Fall nochmal in Lando. Ja, gar keine Frage. Gar keine Frage. Dafür ist es da. Er geht auf Poltergeist. Lefties attacken uns. 40%. Ist okay. Denke ich. Ist okay. Und jetzt gehe ich hier auf die U-Turn. Oh. Wir erwischen das Crobat. Können in Raikou gehen und gehen wieder für den Thunderbolt. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Das gefällt mir. Ey, die Musik. Ich habe mir den Spandauer Hardbase im Hintergrund aufgemacht. Ne, ihr hört das nicht. Aber er stimmt einfach. Er stimmt einfach jedes Mal. Jedes Mal, wenn Raikou reinkommt, setzt der Refrain ein. Richtig gut. Einfach richtig, richtig gut. So, und jetzt können wir hier einfach in Tornadus T gehen. Weil egal, was er macht, Tornadus kriegt jetzt einen Kill. Wir drücken jetzt einfach hier die Heatwave. Er kann da so viel Magneton gehen, wie er will. Wir müssen unsere Heatwave nicht, weil wir Escanor Silken Escanor. Und dann explodiert irgendwas. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Ja, da ist das Magneton. Das Magneton. Bonk. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das Eviolite ist. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das Eviolite ist. Tornadus. T. Wir sind nämlich Max Special Attack Modest. Kein Damage Boosting Item. Aber. Heat Wave. Ja, ja, ja. Das ist Eviolite. Das ist Eviolite. Tschüss, Magneton. Hat er viel gemacht. Escanor. Ey, richtig geil. Ja, und jetzt können wir einfach Hurricane einmal hier. Während er auf Default geht, ist in Ordnung. Modest. Modest Hurricane. Einfach ein Viech. Also Modest Hurricane, wirklich einfach ein Viech. Ich denke, ich gehe einfach auf die Heatwave. Ist der bessere Move. Ja, weil er es sehr, sehr wahrscheinlich sich jetzt eh hier selbst größtenteils töten wird. Missen leider. Ist in Ordnung. Wir gehen in Esterossa. Wenn er hier in Delmice geht, ist das in Ordnung. Hier gehe ich auf jeden Fall für den Ice Beam. Weil wenn er hier raus U-turnt und in Delmice geht, kriegt er sehr, sehr guten Damage. Wenn er hier Brave Birdet, sollte er doch einen Ice Beam draufgehen. Ja. Sehr, sehr gut. Und PZ kommt rein. Also ich sag, wie es ist. Raikou ist jetzt nicht das beste Mon für uns. Gerade im Moment. Das heißt, wir können es sehr, sehr wahrscheinlich zum Scouten jetzt gerade nicht verwenden. Ich denke, dass er für den Shadow Ball geht. Er geht auf Recover tatsächlich. Das ist in Ordnung. Wir können hier einmal T-Bolten. Und machen 52%. Kriegen die Parer. Er geht auf Agility. Ja, das, das tut mir jetzt leid, mein Freund. Das tut mir jetzt wirklich leid. Die Agility hat dir, glaube ich, gerade nicht so viel gebracht. Der schreibt GG. Ja. Thunderbolt Paras sind aber auch, ne, on fleek. Thunderbolt Paras sind wirklich on fleek. Und hier können wir einfach in Lando gehen einmal, um die Intimidate zu bekommen. Man muss ja nicht nicht großartig hier rauszögern. Wir können jetzt einfach hier einmal auf die U-Turn gehen. Und jetzt wieder in Raikou rausgehen. Der wird das Raikou nicht finishen mit dem Poltergeist. Jupp. Yep. Und jetzt können wir einfach T-Bolten hier. Weil jetzt werde ich das, jetzt werde ich einfach hier T-Bolt drücken. Und er geht auf Power Whip. Und jetzt Rotom und Shadow Ball. Also das beste, der beste Play wäre gewesen, definitiv einfach irgendwas zu sacken. Also das Ergebnis bringt uns nichts. Aber dadurch, dass wir zuerst in Lando gegangen sind und ein Intimidate bekommen haben, konnten wir auf jeden Fall sicher gehen, dass wir ohne Probleme den zweiten Intimidate rausbekommen. Und dass uns Tornadus, falls wir wirklich alles missen und er richtig predicted mit jeder Synthese, dass wir da dann auf jeden Fall noch das Game holen können.
Das heißt, letzten Endes war das richtig gespielt, glaube ich. Vielleicht ein bisschen übervorsichtig. Aber wenn man sich's erlauben kann, gegen Misses und so weiter vorzugehen, dann sollte man das auch tun. Ohne irgendwie einen großartigen Nachteil zu haben. Genau, ja, dann war's das. Wir sind damit im Finale. Und ja, danke fürs Zusehen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal, beim letzten Spieltag. Und mal schauen, ob wir uns den Titel holen können. Bis dann und ciao.